Hallo, herzlich willkommen zur neuen Folge Paper Mario Legende vom Jontor. Letzte Folge sind wir in der Spukabtei an dem Buches vorbei und sind jetzt hier, gehen jetzt hier die Wendeltreppe nach oben. Ich frage mich, ob wir auf uns warten, wenn wir uns hier heilen können. Das sieht schon nach Miniboss at least aus. Ich glaube, für den Hauptboss ist es noch ein bisschen zu früh. König Buhu? Ne, okay, das ist die Glocke zumindest. Oh, was? Hey, was soll das? Wer wagt es, meine Ruhe zu stören? Das ist der Geist, von dem der Dorfversteher geredet hat. Nennt mich nicht Geist. Nehme ich etwa Herausforderung oder was? Er kommt ungeladen. Ich plane gerade meinen nächsten Streich. Verschwindet. Wette schwer. Warum verschwindet ihr nicht einfach? Nee, Wichsen. Ah ja, ich hab denen den Gefallen getan, die in Schweine zu verwandeln. Nicht so aufbrausend. Wieso hast du denn die Leute in Schweine verwandelt? Na, weil. Ist so langweilig, immer in dieser Finsternis zu leben. Also dachte ich, ich verschaff dir mal ein entspanntes Abenteuer. Da hab ich sie eben in Schweine verwandelt. Irgendwelche Einwände. Sicher seid ihr hier, um euch zu beschweren. Gut, spielen wir ein wenig. Okay, lass den holen. Flucht in diesem Kampf nicht möglich. So. Jetzt sagen wir, lassen Gumbrin als das erste Mal. Nein. Scannen. Seltsam, dieser Kerl steht gar nicht in meinem Verzeichnis. Ähnliche Monster werden hier zwar erwähnt, aber dieses Ding nicht. Maximal KP 40, Angriffskraft 4, Verteidigung 0. Dieses Wesen kann wohl verschiedene Formen annehmen. Vielleicht hat es so auch die Dorfbewohner verwandelt? Was für ein Monster. Okay, plus 3 Verteidigung, plus 2 Angriff, okay. Aber krass, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Und jetzt kommt mein Angriff, keine Gnade. So, dann machen wir dasselbe mal ganz kurz mit Mario. Du bist ziemlich hartnäckig. Das muss ich mir. Da muss ich mir schon was anderes einfallen lassen. Weißt du, dass ich dieses Dorf über ein Schweine verwandeln konnte? Das zeigt nur einen Bruchteil meiner Zauberkunst. Das habe ich extra für dich reserviert. Was ist das? Nicht schlecht, oder? Was man jetzt aber kaufen kann. Jetzt musst du gegen dich selbst kämpfen. Na, wie stellst du das an? Ja, aber ohne die Boosts ist der halt auch nichts, ne? Oh, da habe ich verkackt. Nein, nicht meine Boosts. Egal. So was Dummes. Nein, Dummes.
Nicht mit uns, Freundchen. 100 Euro kriegen wir dafür. Krass. Und wir steigen Level. Wichtig. Wir wollen mehr Ordenpunkte. Der Kollege hat das Sternjuwel? Das... Warum sehen wir so weird aus? Wir sehen auch nicht normal so aus. Du hast ein Sternjuwel. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass wir das geschafft haben. Nach dem Sieg über den Geist der Spukabtei erhielt Mario das vierte Sternjuwel. Der Fluch war gebrochen und die Dörfler bekamen ihre ursprüngliche Gestalt wieder. Der Tag, an dem Mario alle sieben Sternjuwel besitzen würde, schien nahe zu sein. Voller Mutes verließ Mario die Abtei und wandte sich der strahlenden Zukunft zu. Nein. Oh Mann, große Klappe und nichts dahinter. Auf jeden Fall haben wir das Sternjuwel und sollten schon noch nicht zurück ins Dorf. Ja. Der Plätze getauscht mit uns. Jetzt sind wir diejenigen, der hier warten. Okay, warum gibt es denn nichts mehr zu machen? Wollen die mich jetzt immer noch loswerden? Ja, wollen die. Obwohl ich ein Schatten bin, Bro. Diesmal kriegen wir Mario und schnappen uns die Karte. Mit meiner Superbombe werden wir Mario nur schlagen. Oh ja. Barbara, gib mir die Superbombe. Was? Was soll das, Barbara? Frag doch nicht so blöd. Aber du hattest doch die Bombe gerade noch. Die wichtigen Sachen lässt du mich doch nie tragen. Ist mich doch einfach annehmen, Barbara. Du weißt doch genau, dass du die Bombe hattest und nicht ich. Oder? Wisst ihr überhaupt nicht, ich hätte sie verloren. Aber... Egal, ich will nichts mehr darüber hören. Einfach hast du sie hier irgendwo verloren. Bis wir zurückkommen, musst du sie wiederfinden. Du weißt ja, was du sonst blüht. Du wirst mich bestrafen. Du tätest also besser dran, sie zu finden. Komm zu, komm, Roberta. Lass diese alte Trantüte hier. Verstanden. Ja, wir sind jetzt alleine unterwegs, ne? Wir können keinen Begleiter holen. Das ist schlecht. Okay, wir können aber trotzdem noch Sternenattacken einsetzen. Aber Begleiter haben wir keine mehr. Ich nehme mal ein bisschen Vorhang auf.
Das Flüchten wird schwieriger und so oft, wenn man es macht. Mit der Feuerblume. Danke. Die Münzen wurden verdreifacht. Natürlich genau in dem Fall, in dem keine Münzen droppen. Lass mich weg, lass mich weg, lass mich weg. Wenn man nicht mehr weiß, dann sind wir im Dorf. Ganz alleine. Vielleicht kannst du besser ausweichen, das muss ich. Du siehst mich nicht, ich bin nur ein Schatten. Haben wir geschafft. Hey, hey, ich hab dich erwartet. Das mache ich, oder? Eine schöne Nummer. Und ein schöner Körper. Deine Sprünge sind unvergleichlich. Außerdem scheinst du sehr beliebt zu sein. Du gefällst mir. Von wann werde ich als Mario leben? Hast du es gemerkt? Ich habe deinen Namen und deinen Körper genommen. Ich habe die Gabe, mich selbst zu... andere zu verwandeln. Aber einen Namen und Körper zu nehmen reicht nicht, nur um sich wirklich zu verwandeln. Der ursprüngliche Besitzer des Namens und des Körpers muss ausgelöscht werden. Deshalb habe ich dich hier erwartet, um dich zu vernichten. Aber da es so einfallslos ist, dich einfach zu schlagen, gebe ich dir eine Chance. Wenn du rätst, wie ich heiße, gebe ich dir den Namen und Körper zurück. Was sagst du? Interessant, oder? Also denk nach, wie heiße ich wohl? Stefan. Herz. Daneben. Was für eine groteske Idee. Ich wollte dich auslöschen. Versuch ja nicht zu fliehen. Ich weiß nicht, ob man da auch was Richtiges hätte machen können. Denkst du nicht, ich hätte gerade darüber nach wegzulaufen, oder? Ich hatte dir nicht dazu. Ich denke mal, wir werden laufen. Feigling, einfach abzuhauen. Tja. Jetzt war der Geist vernichtet, jetzt bin ich endlich wieder überflüssig hier. Oh, schön, dass du Arbeit hinbekommen. Manchmal laufen uns selbst Gestalten herum. Solche wie du zum Beispiel. Du scheinst mir eine ziemlich fessere Gestalt zu sein. Der Fluch ist gebrochen, weil Mario den Geist verjagt hat. Diese rote Münze und die blaue Latzsoße, ein hinreißender Mann. Du sollst dir ein Beispiel nehmen.
Also, mir ginge dann schon lieber eine Krähe als ein Schwein. Eine Krähe kann wenigstens fliegen, aber ein Schwein? Ich bin empört, dieses Schwein, das hier war, war gar nicht mein Mann. Aber der da ist eigentlich auch ganz attraktiv und jünger. Süß, der genau. Süß ist der. Genau meine Kragenweite. Aus Spaß beiseite. Ich besorg die Sachen und meine Lady hier verkauft dann alles. Der Laden läuft, weil wir so ein gutes Team sind. Also kauf, was du brauchst und verschwinde. Bro. Warum nur? Ich verstehe es nicht wirklich. Wirklich nicht. Ich erinnere mich nur noch, dass ich aus dieser Röhre gestiegen bin. Ich habe keine Ahnung, wie ich in diesen Laden gekommen bin. Aber es ist nicht egal. Diese Madame war wirklich gentil zu mir. Gentil, glaube ich. Was ist die Röhre? Können wir es da durch? Meint ihr die Röhre? Nein. Der Fluch ist gebrochen. Dieser Mario ist ein wahrhaft ungewöhnlicher Mensch. Und ein verflixtes Rutschspiel noch raus. Der Mond hat mich gehört. Ich bin nicht zum Schwein geworden. Was der eigentlich auf dem Mond lebt? Der Mann im Mond. Du bist ein Tagträumer. Ein richtiger Traumatiker, oder? Kaka. Was sind die drei wieder? Ich dachte, wir könnten jetzt mit denen reden. Anscheinend nicht. Wir drei Mädels bereisen die ganze Welt. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir... wir wären bis vor kurzem Schweine gewesen. Oh. Oh, halt Schweine. Wir wären bestimmt noch viel bezaubernder. Würde ich jetzt nicht so sagen, aber... Ich hoffe... Okay, ich hoffe... Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, dass die noch da ist. Na, Mario, haben wir es zu verdanken, dass unser Dorf wieder normal ist. Du sollst auch bei ihm bedanken, wenn du ihn siehst. Mama, Hunger, Schnitzel. Schnitzel. The fuck? Das ist schön. Was soll ich nur tun, ne? Also ich, für mich sind Erinnerungen enorm wichtig. Auch meine Erfahrung als Schwein werde ich nie vergessen. Der Fluch ist gebrochen. Hurra, wie wunderbar. Oh, ich werde ein Lied darüber schreiben. Alle sagen immer, ich sei unsichtbar, wie ein wandelnder Schatten. Aber du bist unübersehbar. Aber bist du doch auch ein wandelnder Schatten, oder? Wie, ein Mann mit roter Mütze und blauer Latzhose? Klar kann ich denn, das ist Mario. Der große Abenteurer. Bist du auch ein Abenteurer? Nee, würde ich nicht sagen. Willst du nicht eine Weile bei uns im Dorf wohnen bleiben? Für einen Schatten wie dich ist das kein schlechter Ort. Ist es racist? Oh. Oh Mann, wir haben dir so viel zu verdanken. Das ist für dich. Lass es dir gut schmecken. Oh, ein Schweinebraten? Hat Mario doch gerade gesprochen? Hm. Ich habe bestimmt nur eingebildet. Oh, Mario kann doch sprechen. Was für eine Überraschung. Irgendwie hat Bomber sich verändert in letzter Zeit. Wie der redet, irgendwie albern. Aber Mario, Mario redet er plötzlich. Schweigsam und geheimnisvoll hat er mir eigentlich besser gefallen. Alle sehen mich, außer die Kollegen da drin. Muss man nicht verstehen, ne? Oink, oink. Was man einmal gelernt hat, muss man immer wieder üben. Wenn ich das nächste Mal ein Schwein werde, möchte ich vorbereitet sein. Was? Niemand wird mir ein Schwein? Oh. Kannst du mich bitte für eine Weile alleine lassen? Oh. Das war jetzt lucky. Hi, Barbara. Ich muss sie unbedingt finden. Wenn nicht, wird Brunhilde mich fürchterlich bestrafen.
Aber ich kann sie einfach nicht finden. Was ist das, ja? Oh, du hast sie gefunden. Vielen, vielen Dank. Ich bin so froh. Keine Bestrafung. Was ist das? Der ist ja kaputt. Bestimmt ist sie kaputt gegangen, als Brunhilde sie fallen gelassen hat. Was soll ich nur tun? Ich bin so ein Unglücksrabe. Immer werde ich für alles bestraft. Ich würde die Bombe am liebsten nicht anfassen. Wir trösten sie. Danke. Es geht mir gleich ein bisschen besser. Aber was soll ich nur tun? Bestimmt kommen sie gleich zurück. Und dann... Ist die Bombe gerade despawned? Wie heißt du eigentlich? Was? Ich verstehe dich nicht. Dein Name ist mir... Ist dir geraubt worden? Kann vorkommen. Was? Dein Name wurde geraubt? Was soll das denn überhaupt bedeuten? Schon reden wir. Stundenlang. Dann bist du ja noch viel schlimmer dran als ich. Und trotzdem warst du so nett zu mir. So jung wie du. Also gut. Ich helfe dir, deinen Namen, deinen Körper und deine Freunde wiederzufinden. Oh nein, mach dir um mich keine Sorgen. Ich weiß sowieso nicht, ob ich noch länger bei meinen Schwestern bleiben möchte. Wir verstehen uns nicht so gut. Ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, dass ich ihre Schwester bin und nicht ihr Bruder. Deswegen fühlt es sich jetzt noch schlimmer an, wenn sie mich schlecht behandeln. Und du warst so nett zu mir, deshalb möchte ich jetzt dir helfen. So macht man das doch, oder? Wow. Ja. Bitte. Barbara gehört zum Team. Okay, was können wir mit Barbara machen? Drücke X und sie wird mit Mario unsichtbar. Okay. Gut, da können wir uns verstecken vor Gegnern, das ist schon mal wichtig. Kriege ich hin. Zuerst müssen wir den Namen dieses Gastes herausfinden. Sehen wir also mal, was wir sie bei Erfahren bringen können. Was so vor den Menschen tun die Vögel so, als hätten sie nichts. Keine Ahnung. In Wahrheit kommen sie überall herum und wissen über alles Bescheid. Mit mir kannst du alle ihre Gespräche genau verstehen. Wenn wir die Vögel belauschen, erfahren wir bestimmt etwas, was uns weiterhilft. Also, lass mich deine Welt... Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt Barbara mit dem Team. Und ich würde sagen, das reicht aber auch für heute. Lasst ein Like und ein Abo da. Schaut beim nächsten Mal vorbei. Haut rein und ciao.